Hi, hallo und guten Morgen. Jo, heute gehen wir die Kleinen runter und dann gucken wir mal, was der da so am 1. Advent 2022 bringt. Da das da aber erst im Januar rauskommt, wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Die Kleine Rundor, das ist die Lambsbachtalrunde, hat ungefähr 9 Kilometer, aber das sehen wir ja da links neben dran. Also, bis dann, ciao! So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Die Tour hat mir relativ gut gefallen. Das Einzige, was gestört hat, da ist es Sarah und ich, aber das Ticket auch gleich. Und zwar ist das der Verkehrslärm. Aber das ist nur unsere Meinung. Ich weiß auch nicht, wie ihr das so seht, wenn ihr immer Straßenlärm höre, ob euch das stört oder nicht. Was noch zu sagen gibt, das weiß ich nicht, aber das macht bestimmt es Sarah. Ich sage nur noch eins. Liebe Grüße, lieber Topper. So, wie ihr gesehen habt, habe ich halt nur so du mir, so ich dir gemacht. Wer unsere letzten Videos verfolgt hat, der hat es vielleicht mitgekriegt. Okay, was soll man noch zu dem Wesen sagen? Er ist wirklich ein schöner Wesen, wie der Marco auch gesagt hat. Er ist jetzt natürlich jetzt nicht voller Ereignisse. Das heißt, ihr kriegt jetzt nicht tausende von Highlights in einem Ratschgebot. Aber letzten Endes ist es eine schöne Spazierrunde, wo man auch schöne Naturdenkmäler sehen könne, wie zum Beispiel die Froschfelse oder halt ohne. Wo halt ein Naturcamp aufgebaut wird für nächstes Jahr, also 23 im Frühjahr, ist noch ein Naturcamp geplant bei der Emilie Rohre. Da waren wir halt übrigens auch auf dem Adventsmarkt und halt auch aus Zufall vorbeigelaufen. Möchte hier auch ganz liebe Grüße an die Alwine richten, die wir an diesem Platz getroffen haben. Von der Seite aus wünsche ich euch noch eine schöne da. Man sieht sich. Sarah hat es heute Morgen schon gesagt, beziehungsweise für euch Eva noch. Was wollte ich jetzt sagen? An euch noch ein schönes, frohes neues Jahr 23.
Hätte ich jetzt Kinder als Outtake machen, mache ich nicht. Jetzt haben wir was zu lachen. So, und jetzt auf Wiedersehen. So, jetzt sind wir gleich schon wieder am Auto, noch ungefähr einen Kilometer, wenn überhaupt. Die Tour hat mir eigentlich soweit gut gefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, aber da sind Sarah und ich, also wir beide, ja, Scheißdreck.